als das Fotoarchiv besteht seit 1981. Man der Meinung war ja damals halt zu Wallfarbe ihr Meister. Und sie hat am Anfang die Idee, für den Archiv da umzulegen. Demals als den Roger Christoph von der Gemeinde beauftragt ging, den ihr Archiv zu machen, von Fotos, die schon auf der Gemeinde waren, an Fotos, die er selber hat, und noch Fotos, die Leute ihm gingen. Der Roger, der war Berufsfotograf, er wusste, wie ihn das ging, aufhaken. Und bis dahin hat er ungefähr 30.000 Fotos, die er verschafft hat. Die Idee ist immer, wenn er viele Sachen hat, für die zu versorgen und zu archivieren, für also Nachwelt zu erhalten. Wir werden heute in unserem Archiv ungefähr 40.000 Fotos haben. Davon als ein großer Teil Fotos als Original oder Kopien. Und auch das machen wir nicht mehr, dann machen wir CDs, heißt die Fotos. Sie sind gefreut. Hauptsächlich von Feierlichkeiten sind oder Anniversäre sind, zum Beispiel immer 100 Jahre Musik, da sind die Fotos immer willkommen. Oder auch, Gemeinde hat mal Bücher geschrieben, sind sie als Sonderlehrer geholfen. Oder ein gutes Beispiel ist auch die Restauration von unserem Haus Dufin, wo wir auch ganz alle Fotos hatten, wo wir können dann so sagen, guck, so wäre es früher und los ist es so. Den CNF von Niedling den hat mitgekriegt, dass wir heute zu Walfa am Gang wären, ein Archiv, ein Fotoarchiv abzubauen. Und sie wären ja derzeit auch am Gang, hier ein Archivrecht abzubauen. Und dafür wäre es interessant für die zwei Partner, für man den einen können zu schaffen. Hier ist zum Beispiel ein Produkt, das sie als Geschenk tun. Das wären Filme, die den Herr Kohl ein Gehör abgeholt hat, und die wir hingehen haben, und sie haben eins davon eine Kopie gemacht. Sie waren am Anfang an ihrem Archivarschwert, sie wissen viel um uns. Sie hatten schon Formulare geschafft und sie haben sich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht. Und von diesen Sachen konnten wir profitieren. Als Archiven hießen am Anfang an Memoir Kollektiv Audiovisuel, Archiv der Kommune de Valfadorche. Hier ist ein Fisch, die wird gebraucht, für wenn ein Event ist. Da gibt es einerseits Fotos gemacht und andererseits wird auch ein kleiner Bericht darüber geschrieben. Das DVD zum Beispiel aus den Sternen beim 25. Anniversär von den Walfa-Fotofren. Sie haben einen Teil aus dem Film von Herrn Kohl rausgeholt und den neu beerbigt. Hier ist auch noch ein flottes Element aus unseren Archiven, ein Boeing 747-400 mit dem Namen City of Valfadorche. Was auch interessant ist da dabei, dass das die letzte Boeing ist, die an der Serie gebaut ging. Am Jahr 1969 ist die Firma Irrtum gegründet, die als Zweck hat, den Gips aufzubauen, den sie am Boden fand. Wir hatten heute zu Walfach zwei Sitten, das heißt Gipsgraven und Gipsmillen. An den besten Jahren haben hier 43 Leute geschafft. Galerien, die waren 16 Kilometer lang, an den Lochen 12 km Schienen. Heute gehören sie zum Naturschutzgebiet Sonnenberg. Die Gipsgraven die leihen eben nicht Bruch, weil den Laboratoire Geodynamik den hat hier seine Installationen. Ich will nach einen Abruf und Leute machen, dass an dem Fall, wo sie noch Fotos daheim hätten, die interessant wären, für Reise zu gehen. Wir machen Kopien davon und original kriegt er rum. Und die sieht ihr wohl an unserem Reportage, wie wichtig ist das, dass man so Fotos an unserem Archiv hat.